Meine allerliebsten Freunde, herzlich willkommen zurück hier auf dem besten Kanal auf YouTube und dem pseudo-schönsten Menschen auf dem ganzen Planeten, der leider bei einem kleinen Unfall im Badezimmer gestern den Bart verloren hat. Danke, Grüße gehen raus an mein Spiegelbild. So, ja, ich hoffe, ihr könnt mich noch erkennen. Ich bin's, Rahim, oder sein böser Zwillingsbruder. Ich weiß ja auch nicht. Naja, auf jeden Fall sind wir hier wieder einmal beim Veröffentlichungsfreitag am 22.11. um 10 vor 1. Ich habe gerade eben schon gehört von Bushido und Animus. Renegade. Produced by Bushido und Corex. Mal gucken, da, ob das Ding freigeschaltet, hochgeladen. Ne, der war mal das letzte Mal, hat es ewig gedauert, bis es freigeschaltet wurde. Und dann war es, glaube ich, frei, genau. Und dann offline genommen. Warum auch immer, ja. Ich habe auch einige Kommentare gehört, gelesen und sonst irgendwas. Da haben die Leute gemeint, ja, bei anderen ist das Ding noch online. Ja, da kann ich ja nichts für. Da weiß ich ja nicht, woran das liegt, ob das meine Schuld ist oder weil ich eben meine Meinung habe und sie so äußere, wie sie nun mal ist. Grundsätzlich habe ich gegen niemanden was, der da draußen Musik macht und, ne. Ich gehe wirklich immer nur aufs Musikalische, wie ich hier sitze, ob mir der Song gefällt oder nicht gefällt. Das kann, die eine Woche kann der Song mal das Bombending sein, ja, von demselben Künstler und die nächste Woche finde ich es irgendwie langweilig oder sogar schlecht. Ja, das Schlechte ist selten der Fall, gab es auch schon, aber ja, so ist es halt. Wir gucken jetzt aber mal hier einen meiner aktuellen Favoriten, muss ich sagen, weil die letzten zwei Nummern, die er rausgebracht hat, Sio, das war einfach Entertainment pur. Das, allein aus diesem Grund fand ich es geil. Aber auch musikalisch war es einfach der Hammer. Und die Videos fand ich auch geil. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr könnt es ja gerne in die Kommentare schreiben. Aber gerade Hasch Hasch zum Beispiel. Und naja. Also hier heute Ibis Hotel. Ich bin gespannt. Übrigens, bei dem Alles-oder-Nix-Logo. Ich habe es bisher kein einziges Mal gesagt. Aber durch die Erfahrung im Werbe- und Marketingbereich, die ich jetzt noch nicht so lange habe, aber schon das ein oder andere Jährchen auf dem Buckel, hätte ich zwei Dinge zu bemängeln. Erstens, die Auflösung der Grafik, ja, also das Logo selber, ist hier sogar noch in Ordnung, aber bei den anderen Videos war es teilweise noch schlechter. Und die Soundeffekte, man hört teilweise raus, dass da ziemlich viel Time-Stretching bei den einzelnen Elementen der Sounds gemacht wurde. Und ich finde, das zieht so ein bisschen den Gesamteindruck des Intros unnötig runter. Das finde ich ein bisschen schade, weil es ja so ein großes Label ist, oder Entertainment kann man ja schon fast sagen, und die so gute Künstler unter Vertrag haben. Finde ich schade. Aber ja, vielleicht kommt da ja irgendwann mal was Neues. So überarbeitete Version. Ja, also ich helfe auch gerne, wenn ihr wollt. Ne, gerade bei diesem Hintergrundgeräusch, dieses, was sich so lang zieht. Aber jetzt wird es wieder Kino pur. Theo, was machst du denn hier? Ich habe Hunger. Was machst du denn hier? Digga, what? Ich muss dringend weg. Meine Frau ist schwanger und kriegt jetzt das Kind. Du bist nicht mehr mein Freund, Vincent. Kannst du bitte, wer kommt denn auf so eine Idee? Du musst nichts tun, Digga. Aus dem Mund von einer ollen Cornflakes essen, Alter. Wer kommt denn auf diese Idee? Ist das geil, ey. Du musst nur so aussehen wie ich. Natürlich. Ich tue alles für Frauen. Ich bin so gespannt. Nimm dich vom Spiegel in einem Ibis Hotel. Keine Suite, du bist zufrieden. In einem Ibis, Ibis, Ibis Hotel. Hey. Die Tüte danach ist schon gedreht. Bleib ruhig liegen, ich muss gehen. Zu viele Chips.
Schuttis, schicken mir nackte Bilder aus dem Badezimmer mit Katzenfilter. Arschfett wie mein Album, kein Bobitox. Heimlich mach ich mit dem iPhone Screenshots. Vlog-Influencer als Verband für Videoclips. Doch such nur den Kontakt zu Klitoris. Sag sie wird TV-Star im Kinofilm, aber bring erstmal Tequila mit Zitronen. Sie staunt über meine Klicks und Follower und schaut mich an mit einem Blick wie Pornostar. Dresscode, Moskino-Gürtel vom Prada, Burberry Tanga vom türkischen Basar. Hautfarbe wie Haselnussschritte, Aussprache wie Tannenbuschmitte. Empfang sie im Bademantel wie im Bordell, aber nicht Ritz Carlton, sondern Ibis Hotel. Vom Spiegel in einem Ibis Hotel, keine Suite, du bist zufrieden. Richtig tanzbar, die Nummer. Bitte danach ist schon gedreht. Oh, bleib ruhig liegen, ich muss gehen. Ey. Für Frauen verhalte ich mich extra korrekt. Für Frauen hör ich beim Sex Afro-Trap. Für Frauen hab ich ein extra Handy. Für Frauen hör ich beim Sex R&B. Ob im Puff in Bordwest oder Laufhaus in Rostock. Frauen aus dem Ostblock klauen bei mir Hotspot. Bitte keine Kontaktpflege. Frauen vergessen bei mir ihre Rossmann-Creme. Baller-Session im Ibis-Hotel. Sie bio. Mann, diese Lines, ich komme einfach nicht drauf klar. Das sind immer so geile, geile Lines, geile Vergleiche, geile Punchlines, die er hier raushaut. Es ist so, so geil einfach. Es macht einfach nur Spaß, das zu hören. Also wirklich, keine Ahnung, das ist Entertainment-Hip-Hop, den er hier macht. Geil. Macht die Mio schnell, wie Lionel. Sie ist Fan, die Fan und mag die Handicap. Mag nicht Eminem, aber Ed Sheeran. Liebt Sammy Kedira, hasst Tekken und FIFA. Mag Fashion und Sneaker, raucht Lemon Chill Shisha. Mir doch egal, will nur den Lachs verstecken. Und bin splitternackt bis auf meine Panzerkette. Nimm mich vom Spiegel in einem Ibis-Hotel. Keine Suite, du bist zufrieden. In meinem Ibis-Hotel. Die Küche danach ist schon gedreht. Bleib ruhig fliegen, ich muss gehen, ey. Sie will Wodka Cranberry, Hotel. Sie hat Bock auf Ecstasy. Komm, ich zahl deine Taxikosten und vielleicht ne Pizza mit Artischocken. Ibis, die ganze Nacht poppen. Das ist eine neue Kameraeinstellung, die auf jeden Fall einfach ein Urgestein werden wird. So wie der berühmte Kofferraum-Shot von, wer hat den erfunden? War es Quentin Tarantino? Nee, ich glaube nicht. Aber ja, Zio oder vielleicht auch Leroy haben wir auf jeden Fall hier diesen, ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll, den Vagina-Perspektiven-Shot erfunden. Wahnsinn! Also, geil. Harry, Hotel, die hat Bock auf Ecstasy. Komm, ich zahl deine Taxikosten und vielleicht ne Pizza. Wir sind der Pimmel, oder was? Die ganze Nacht poppen, Hotel. Die Schlappe mag shoppen. Ich nehm meine Viagra-Tablette. Sie ist nass wie die Niagara-Fälle. Geil. Also wir haben hier so ein bisschen West Coast, alten West Coast, Kalifornien Feeling, aber auch so ein bisschen Funk-Style drin. Also musikalisch halt sehr, sehr geil angelegt. Fangen wir an bei der Rhythmussektion, also den Drums und dem Bass. Ne, wir hören da, ja, es ist einfach wirklich ein sehr, 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 sehr geiler Groove, der so ein bisschen laid back daherkommt, gerade an der Snare bzw. den Claps, merkt man, dass die so ein bisschen laid back kommen, die daher, nicht zu viel. Man kann super geil dazu viben und bouncen, die haben eben auch einen geilen Bounce, weil der Basslauf eben auch ein sehr, sehr geiler ist, was hier eingespielt wird. Es erinnert eben auch wirklich deswegen so ein bisschen an die West Coast Sachen, weil das mehr so ein E-Bass-Sound ist und nicht irgendwie dieser 808, Sub-Bass, ähnliches und so weiter, was wir eben heutzutage alles hören. Tablette, sie ist nass wie die Niagara-Fälle. Das können wir am Ende super gut. Ne? Also sowas kann man natürlich auch geil mit dem Synthesizer einspielen, der vielleicht so ein bisschen E-Bass-mäßig klingt. Ist auf jeden Fall der Vibe, der hier rüberkommt.
Super geil. Vielleicht auch sehr, sehr schönes Detail, dass auf der auf den Claps immer so ein ja, so ein bisschen wie so ein Triangel-Sound drauf ist. Ne, ich glaube immer auf die zweite Snare. Genau, dieses Klingeln, dieses Bing. Auch super typisch für die alten West Coast Sachen. Sehr, sehr geil. Hier ist auch wie so ein kurzer Bläser, der einmal so im Hintergrund so ein Bläser-Sample oder vielleicht sogar tatsächlich selbst eingespielt. Müsste auf jeden Fall so eine kleine Section sein. Es klingt nicht nur nach einem Ton, sondern nach drei. Ja, es scheint ein Akkord zu sein, tatsächlich, die Bläser hier spielen. Ja, und dann natürlich sehr, sehr prägnant dieses Vocal Sample, was auch relativ stark im Stereo hier angelegt wurde, als ob man so einen Stereo Imager benutzt, also schon recht, recht breit. So ein bisschen so gesangsmäßig. Na, und mit so einem Flanger noch drauf, ein bisschen auch die Stimme selber moduliert. Für mich hört es sich auf jeden Fall aber an wie eine Stimme. Ja, Schwerpunkt ist schon eher auf dem rechten Ohr. Genau, und dann gibt es noch ein zweites Vocal Sample, das so ein bisschen zentraler angelegt ist, das so ein bisschen eine andere Melodie dagegen singt. Na, die Idee. Na, 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 die Idee. Ah, ne. Gede. 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 Irgendwie so. Gede. 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 Young Gede. Dang Gede. Dang Gede. Genau. Cool, da entsteht ein richtig geiler Groove und CEO macht das Ding dann einfach nur noch voll, vollendet das Ganze, sagen wir es mal besser, damit das auch positiver hier klingt. Was machst du denn hier? Das ist einfach wieder Entertainment pur. Hotel! So, sonst habe ich glaube ich, habe ich alles gesagt? Mach ich mit dem iPhone Screenshots Login. Genau, auch nochmal, warum ich auf Funk kam. Also der aus Kalifornien, so dieser Funk-Sound. Wegen der Talkbox. Da sind zwischendrin immer mal so Talkbox-Effekte drin. Wie mein Album kein Bobitox, heimlich mach ich mit dem iPhone Screenshots Lock. Ne, hier im Hintergrund. Talkbox. Wer ist da? Wen kennt? Welchen Song kennt ihr da, wo man eine Talkbox? Aber es ist. Snoop Dogg California Love war das ja auch drauf. Nee, warte mal, das war eine normale Stimme. Und am Ende, glaube ich, beim Outro war das noch. Und, boah, jetzt fallen sie mir natürlich alle nicht ein. Aber ihr wisst ganz genau, was ich meine. Nackte Bilder aus dem Badezimmer mit Katzen. Ne, hören wir hier vor allen Dingen auf dem linken Ohr. Filter. Arschfett wie mein Album, kein Bobitox, heimlich mach ich mit dem. Aber nicht, es wird nicht so benutzt, wie man typischerweise eine Talkbox hört, sondern eher wie so auch Vocal Chops. Kommt es immer wieder so kurz reingeschossen und dann wieder raus. iPhone Screenshots, Log-Influencer als Verband für Videoclips. Doch such nur den Kontakt zur Klitoris. Sagt sie, wird TV-Star im Kino. Ich dachte auch beim ersten Mal, das sei Gina Lisa hier. Sagt sie, wird TV-Star. Wer noch? Schreibt's in die Kommentare. Star im Kinofilm, aber bring erstmal Tequila mit Zitronen. Sie staunt über meine Klicks und Follower. Und schaut mich an mit deinem Blick wie Pornostar. Dresscode, Mordskino, Gürtel von Prada. Burberry Tanga vom türkischen Bazar. Hautfarbe wie Haselnuss. Einfach Killer. Macht Bock. Macht richtig Bock. So, Daumen nach oben, so oder so, ist ja ganz klar, weil ist geil. finde ich. Meine Meinung. Ihr dürft gerne in den Kommentar schreiben, wie ihr es findet. Der Beat ist von Reef. Reef, ja. Reef. Reef. Videos von Leroy und Mix und Master steht hier leider nicht. Der Kanalreiniger ist ab dem 16.01.20 für Reinigung und Wartungsarbeiten von Abwasserkanälen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sichert euch jetzt die Tickets. Geil. Natürlich Ratar, Additional Creative Producer. Ja, Mix und Master steht, glaube ich, jedes Mal nicht drin. Kann das sein? Und ihr habt es schon mal unter irgendeinem Video drunter geschrieben. Ich habe es wahrscheinlich vergessen. So. Trotzdem, so oder so, hier wirklich alles on point. Mega geil. Bisher, ja,
Ja, gut, ist halt eine ganz andere Nummer als das von Bushido und Animus, kann man gar nicht vergleichen. Ist zwar beides Hip-Hop, aber fahren komplett anderen Film beide. Also lass ich das mal lieber. Und komme jetzt zur Thumbnail Time. Puh. Weil es G-Funk. So, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da und nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Und schaut auch gerne unten mal in der Beschreibung vorbei. Da ist alles Mögliche verlinkt, was ihr bestimmt braucht. Kein Scheiß. Ja, ist echt cool. Das Sio ist so mit einer der einzigen, der es schafft, jedes Mal diesen Sound in Deutschland irgendwie zu vertreten. Finde ich cool. Sehr geil.